Hallo Freunde und recht herzlich willkommen zurück zu Metal Gear Solid Portable Ops. Ja, das letzte Mal haben wir, ach guck mal, jetzt blinkt das hier auch so, sehe ich gerade. Das bedeutet, hier ist irgendwas Cooles. Aha. Genau, das letzte Mal haben wir den ersten Soldaten rekrutiert, den Jonathan, ja. Sehr schöner Name. Und ja, wir müssen mal gucken, ob wir uns jetzt noch zwei weitere holen, weil, naja, er hat ja gesagt, vier Leute brauchen wir. Problem ist aber, Campbell ist krank und der andere Soldat passt, glaube ich, gerade auf ihn auf. Von daher, ne? Ist vielleicht nicht so geil. Also, dann gehen wir mal hier hin, weil es wird uns angezeigt. Wir brauchen genauere Informationen über Malaria und die Behandlungsmethoden. Und dafür müssen wir die Satellitenfunkstation benutzen, sodass diese Ärztin Paramedic uns sagen kann, was wir zu tun haben. Stimmt's? Schleiche dich in diese Station und dringe zur Kommunikationsanlage ein. Pass auf, dass du nicht gesehen wirst. Diese Symptome haben für den Moment nachgelassen, aber niemand weiß, wann der nächste Ausbruch kommt. Es bleibt nicht mehr viel Zeit. Ich verlasse mich auf dich. Okay, yes. Warte, dieses. Alright. Ich wollte gerade sagen, ich muss wahrscheinlich einen Meter laufen und dann kommt ein Anruf. Gut, du hast es in die Kommunikationsbasis geschafft. Sie haben wahrscheinlich die Sicherheit verstärkt. Du musst eine Entdeckung vermeiden, bis du die Kommunikationsanlage erreicht hast. Ich weiß nicht, wie viele Anfälle ich noch überstehe. Wir müssen ein Gegenmittel finden, und zwar schnell. Ich weiß, du schaffst es. Okay, ja. Big Boss, lass mich noch einmal erklären, wie man Teammitglieder auswechselt. Du wirst nicht mehr alleine herumschleichen. Wir werden alle zusammen eindringen. Ich dachte mal, dass es der Sinn einer Informationsmission sei, alleine zu gehen. Ja, ich weiß. Es wäre nicht sehr klug, wenn wir alle auf einmal hineingehen würden. Es wird immer nur jeweils eine hineingehen und wir werden uns gegenseitig abwechseln. Was machen die Leute, wenn sie nicht dran sind? Sie werden sich in der Nähe versteckt halten. Schließlich haben wir ja auch viele Kartons im Truck. In Ordnung, ich bin daran gewöhnt, mich in Kartons zu verstecken. Ja, geil. Wenn du mit anderen Teammitgliedern abwechseln möchtest, drücke die Starttaste, um den Kartenbildschirm zu öffnen. Dann wähle Mitglied wechseln. Dann wirst du aufgefordert, ein Versteck zu wählen, eine Position auf der Karte, wo du dich verstecken kannst. Dann wähle ein Teammitglied, mit dem du wechseln möchtest. Dann bist du fertig. Okay, wir werden es so machen. Ich habe gesehen, dass viele Soldaten hier so gekleidet sind wie ich. Ich sollte weniger auffallen als du. Ich war einmal ein Retter, also bin ich ziemlich gut darin, Leute zu bergen. Das bedeutet, dass ich perfekt dazu geeignet bin, neue Rekruten zu gewinnen. Also setze mich sinnvoll ein. Okay, verstehe ich nicht. Ja doch, verstehe ich schon. So ungefähr jedenfalls. Okay. Also die Frage, ob ich jetzt vielleicht mal einen Typi gleich mal zum Truck bringen will, ob er dann nicht vielleicht sogar gut wird. Wenn ich verstehe, was ich meine. Menü voll, ja, herrlich. Ich finde es ein bisschen komisch, dass ich nur vier Sachen tragen kann. Aber wahrscheinlich deswegen, weil ich noch andere Charaktere spielen kann. Ja, so viel habe ich nämlich auch schon. Oh Gott, gelernt. Nee, du hast mich gar nicht gesehen. Du hast mich nicht gesehen, du Affe. Kannst mich gar nicht gesehen haben. Der hat mich sowas von gesehen. Fuck die Wand an. Moin! Scheiße. Ah, ich wurde das erste Mal erwischt. Glaube ich. Das ist natürlich doof. Hallo? Warum kann ich nicht mehr... Jetzt, Sir! Nee, hä? Aua. Ja, das hat ja wunderbar funktioniert, mit dem nicht erwischt werden, hier gerade in dem Gebiet. Hust, hust! Oh mein Gott. Ich kann natürlich auch mal, zack. Boah, das war irgendwie episch. Aua! Was ich jetzt so recht hier nicht machen will, weiß ich immer noch nicht. Oh Gott, hier ist ja alles voll. Das sind zu viele. Ich geh einfach mal rein, ne? Moin. Der nächste, der reinkommt, ist ein toter Mann. Oder auch nicht. Doch. Scheiße, daneben. Okay. Wherever I am. Warte, ich versteck mich. Ach ja. Wäre auch langweilig, wenn die nicht entdeckt worden wäre, ne?
HQ. This is HQ. This is Patrol. We've lost sight of the enemy. Commence alert formation. Acknowledged. The enemy is still nearby. Oha. Okay, jetzt muss ich quasi nochmal eine 90 Sekunden überlegen, die keine echten 90 Sekunden sind. Ach ja, aber ich finde das Spiel schon ganz cool bisher, muss ich sagen. Also es ist tatsächlich, es kommt Metal Gear Feeling auf jeden Fall auf. Denn es ist tatsächlich ein bisschen wie Metal Gear Solid 3, was Steuerung und ähnliches anbelangt. Was für mich persönlich schon mal ganz schön ist, dass die KI das scheinbar deutlich behinderter ist, weshalb ich damit besser klarkomme. Ja. Gefällt mir. Doch, doch. Ach komm, ich kann doch eigentlich schon mal rausgehen. Denn der kann mich dann durchs Fenster sehen, aber wie gesagt, die KI ist so scheiße dafür. Von daher. Ich weiß natürlich auch nicht, vielleicht soll ich mir mal die Karte angucken. Oh, ich bin schon ganz in der Nähe hier. Achso, ja, doch nicht. Okay, alles gut. Ich bin aber wieder draußen dann. Dann will ich doch nicht dahin. HQ. This is HQ. This is Patrol. All clear. Understood. Return to your position. Einfach so. Alles klar. Magazine. Kamera macht mich ein bisschen fertig. Oh mein Gott. Hier wird mir nichts angezeigt, ne? Aber, na gut, ist wahrscheinlich von drinnen. Kann ich denn... Ach doch, hier ist ja noch eine Tür. Was ist denn los mit mir? Okay! Okay, sind alle da? Wir sind alle bereit, Big Boss. Auf jeden Fall steht wieder Soldat und nicht Jonathan. Alle sind da. Also dein Hausarzt ist hier wirklich so gut. Ja, das könnte man schon sagen. Sie haben mir das Leben mehr als einmal gerettet. Snake, bist du den weiten Weg zurück zur Funkstation gekommen? Du musst wirklich ein großes Bedürfnis haben, mit mir zu sprechen, wa? Wa? Ja, das habe ich wirklich. Einer meiner Leute leidet an Malaria. Malaria? Kommst du an vorbeugende Medikamente ran? Je nachdem, welches Medikament, kann man damit die Symptome auch noch nach Ausbruch der Krankheit behandeln. Wir haben die Medikamente schon eingesetzt, aber sie scheinen nicht zu wirken. Glaubst du, es könnte vielleicht eine andere Art Krankheit sein? Warte mal, du hast gesagt, es wären Symptome wie bei Malaria? Ja, ohne jeden Zweifel. Ich hab's. Was? Weißt du, wie man Malaria bekommt? Ja, der Virus wird von Moskitos übertragen, stimmt's? Es ist kein Virus, es ist ein Parasit. Ein Parasit? Du meinst, man hat wirklich irgendwelche Tiere in seinem Körper? Genau. Bei der tropischen Malaria werden die Parasiten zuerst von den Anopheles Moskitos auf den Menschen übertragen. Normalerweise verhindern die Medikamente, dass die Symptome ausbrechen. Aber es gibt unterschiedliche Malaria-Parasiten. In bestimmten Gebieten sind die Parasitenpopulationen resistent gegen Medikamente. Du weißt, was das bedeutet, stimmt's? Die Medikamente helfen nicht. Genau. Die einzige Möglichkeit, die noch bleibt, ist es, ein anderes Medikament zu finden, das gegen diese bestimmte Art der Malaria-Parasiten hilft. Ein anderes Medikament? Besuch es in der örtlichen Krankenstation. Sie sollten das benötigte Mittel haben. Aber du solltest dich lieber beeilen. Du könntest bereits ebenfalls mit den gleichen Parasiten infiziert sein. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis du unter den gleichen Symptomen leidest. Verstanden. Okay. Big Boss, ich muss mit dir sprechen. Was ist los? Paramedic hat gesagt, dass wir Medizin brauchen, um die Malaria zu behandeln. Ja, wenn es ein Hospital in der Nähe geben würde, dann... Ich habe den korrekten Konjunktiv gerade benutzt. Holy shit. Gäbe. Dann hätten sie die Medizin bestimmt auf Lager. Ich weiß, wo wir uns finden können. Ein Hospital? Ja, es gibt ein Hospital in dem Sektor, den meine frühere Einheit bewacht hatte. Ich kann dir genau sagen, wo es sich befindet. Muss doch mein Glückstag sein. Zeig mir den Weg. Es ist so schlimm, Snake zu sprechen, ne? Jawohl! Oh, und noch eine andere Sache. Erzähl schon. Es ist ein kleines Hospital mit einfacher Ausstattung. Es befindet sich in den Bergen. Ach, vor kurzem habe ich gesehen, wie eine große Lieferung Medikamente und medizinische Versorgungsgüter eingetroffen ist. Wofür? Ich weiß nicht, aber ich weiß, dass diese Lieferung für ein Hospital dieser Größe viel zu groß war. Hört sich verdächtig an. Auf jeden Fall sollten wir uns lieber beeilen, um zu dem Hospital zu kommen, Snake. Dort müssen sie, Malaria-Medikamente haben. Und nehmen wir mal an, das ist der beste Platz zum Rekrutieren neuer Kameraden mit medizinischen Kenntnissen. Bei der Gelegenheit könnte man auch gleich ein paar Verbündete für zukünftige Kämpfe gewinnen, stimmt's? Da ihr als ein Team operiert, könnt ihr alle zusammenarbeiten, um neue Rekruten zu beschaffen. Zum Beispiel, wenn ihr jemanden bewusstlos schlagt, dann müsst ihr
nicht den ganzen Weg zum Truck alleine schleppen. Warum nicht einfach den Körper zu einem in einem, was? Körper zu einem in einem Karton versteckten Teammitglied schleifen. Achso, lass dir den Rest der Arbeit erlegen. Los, probiert es mal aus. Jetzt geht schon zu diesem Hospital. Findet das Malaria-Medikament und rekrutiert auf eurem Weg medizinisches Personal. Okay. Ja, es gibt ein Hospital im Sektor, den meine frühere Einheit bewacht hatte. Ich kann dir genau sagen, wo es sich befindet. Dort sollten sie einige Malaria-Medikamente haben. Yes! Los geht's. Ich muss auch sagen, dass ich ein bisschen gespannt bin. Oh. Wer hätte das erwartet? Hier spricht Campbell. Wir nehmen an, dass die Medikamente im Hospital sind. Wir wissen nur nicht genau wo. Finde diese Medikamente und vermeide, entdeckt zu werden. Wir wissen, dass ich nicht der Einzige bin, der von diesen Malaria betroffen ist. Jeder unserer Kameraden könnte infiziert sein. Wenn wir nicht schnell handeln, dann dauert es nicht mehr lange und wir sind alle vernichtet. Viel Glück. Wir könnten alle sterben. Viel Glück. Okay, was ich mich frage, wollte ich sagen, wie lang das Spiel eigentlich ist. Ich weiß es nicht. Bisher, okay, eigentlich sind Medigear-Spiele ja nie besonders lang. Es sind halt nur immer extrem viele Cutscenes. Das längste Teil war bisher. Ich bin jetzt gerade mal überlegen, ne? Metal Gear Solid 3 mit. Warte mal. 37 Parts? 36, glaube ich. Also eigentlich echt nicht viel. Da waren zwar auch immer längere Folgen drin. Die letzte Folge ging, glaube ich, 1,5 Stunden. Aber ansonsten, ja, ne? So viel wird natürlich sein. Da gehe ich mal von aus. Aber inwiefern ich hier machen kann. Ich glaube, das Spiel gibt es deutlich mehr Sidequests und sowas. Ich meine, das gibt es in anderen Medigear-Spielen gar nicht eigentlich. Außer irgendwie Sammelobjekte oder so. Aber es sieht für mich so ein bisschen aus, als wenn man hier auch Sachen entdecken kann. Dass man so zusätzliche Missionen und so machen kann. Ist alles ein bisschen anders. Ich frage mich halt auch, wie das mit diesem, hier steht Mitgliederwechseln. Ah, okay. Ich will das mal ausprobieren, was dabei passiert. Achso. Ich muss Kreis drücken. Punkt 1. Jonathan. Aha, jetzt bin ich im Karton. Jetzt kann ich ihn tatsächlich spielen. Ist ja witzig. Okay. Warum ist da links so ein Bild von so einem Viech, dessen Namen ich gerade vergessen habe? Das wird peinlich. Ist ja geil. Ich habe einfach nur die gleichen Fähigkeiten. Blöd, Alter. AK-47. AK-47. Oh, ich hab der Finger. Der sieht schlimm aus. Aha. Ich muss jetzt einfach einen Überblick verschaffen. Über die Map. Aha. Okay, hier gibt es einiges zu erkunden, habe ich schon verstanden. Ich komme nur von der anderen Seite rein. Das heißt, ich habe hier einen großen Umweg, den ich laufen kann. Hey, geil. Egal, ich will hier alles erkunden. Wenn schon. Aha. Ist ja witzig, dass ich hier auch so einfache Billo-Soldaten spielen kann. Das ist dann bestimmt beim Multiplayer relevant quasi, dass die dann alle da spielen können. Okay. Unsichtbare Wand. Das sind meine liebsten Wände. Ich muss sagen, es macht das Spiel echt Spaß. Ich bin auch nicht komplett ausgerastet, wie bei anderen Medigear-Spielen. Es wird noch passieren. Warum müssen wir diesen Ort überhaupt bewachen? Ha! Das heißt, er ist schon mal so ein bisschen. Warte mal, abtrünnig. Das heißt, ich kann jetzt ja eigentlich ganz klug den hier machen. Pass mal auf. Okay, es kann jetzt immer ein bisschen dauern, bis ich quasi verstehe, welche Tasten ich drücken muss. Weil, wie gesagt, das ist alles ein bisschen umgedreht hier. Ja, okay. Er ist ohnmächtig. Na dann. Schaffe ich den nochmal zum Truck. Ich muss hier rum, ist mir gerade eingefallen. Dann lasse ich ihn mal kurz fallen, um mal zu gucken, ob hier auch niemand ist. Und währenddessen das Ding einzusammeln. Boah, wie ich wieder kombiniere hier. Aber das sind leider, ja, mein Menü ist voll. Aber das kann ich, glaube ich, mit dem anderen Kollegen einsammeln gleich. Und bis dahin ist eh verschwunden. Ist ja auch egal. Habe ich meinen Satz von vorhin eigentlich zu Ende geführt? Wahrscheinlich habe ich nur 4 Slots, weil ich eben so viele Charaktere spielen kann. Das heißt, ich könnte es wechseln, aber das. Ja, ich kann es wechseln, damit wir nicht den ganzen Weg schleppen müssen, aber es auch eigentlich total unnötig ist. Es kostet uns doch nur viel mehr Zeit, weil ich glaube, Snake wird jetzt nicht irgendwie kaputt gehen oder so, von wegen so. Oh, es ist so anstrengend. Ich brauche eine Pause.
Hoffen wir mal. Das ist ja eigentlich ist nur ein Soldat. Ich glaube nicht, dass er medizinische Kenntnisse hat. Ist mir gerade mal so aufgefallen. Egal, ich bringe ihn trotzdem hier hin. YOLO. Ich hoffe, ich kann jetzt sofort weiterspielen und muss mir jetzt nicht wieder 1000 Cutscenes angucken. Ah ja, okay. Sehr schön. Dass es quasi danach kommt, so von wegen, du hast den gefangen, der ist cool, der ist scheiße, den müssen wir jetzt töten. So. So in etwa. Mache ich jetzt zack, zack. Was? Versteck wählen. Verstehe nicht. Warum habe ich da jetzt so zwei Dinger gehabt? Hä? Ich bin auch. Ach, was weiß denn ich? Ist ja auch egal. So, ich will mich jetzt eigentlich nochmal reinschleichen hier. Und ich schleiche gut, denn ich renne hier einfach mal. Aha. Okay, ich bezweifle, dass die mich angreift. Wir wollen es aber trotzdem nicht provozieren. Dass sie, also sie kann bestimmt Alarm schlagen und so eine Scheiße. Jawohl. Das wollte ich nicht. Hä? So. Oh, oh, bam. Okay. Wartet. Ja, ich wurde... Ja. Ah, hast du die Medikamente schon gefunden? Was? Oh, ich verstehe, sie waren nicht da. Na gut, dann versuche ich es in den anderen Räumen. Da sind noch andere Räume, oder? Nimm dir Zeit und durchsuch sie. Ja, deine Mutter, ich muss erstmal hier... Aua. Scheiße. Als ob da jetzt Gegner waren, ey. Was ist das denn? Ich wollte nur mal ganz entspannt die komischen Typen da. Somebody! Is there anybody out there? Ich hasse dich. Oh mein Gott! Der hat volle Leute eine Granate geworfen. Oh Gott, ist der jetzt für immer tot? Na gut, dann hat Snake, ne? Der hat mich jetzt aber nicht hier. Ja, hat mich auch keiner gesehen, oder? Macht ja keinen Sinn. Doch, das macht Sinn. Also Sinn macht es nicht, aber. Er hat mich auch nicht gesehen. Boah, ich bin über die Kante rübergesprungen. Deine Mutter. Nein, der ist zu dumm. Okay, warte. Zack. Zack, zack. Schön. Jetzt habe ich es leider. Jetzt tatsächlich ein bisschen versaut jetzt. Das ist doof. Dann mache ich so. Daneben. Fuck my life, Alter. Ich hasse es. Jetzt kipp doch! Dankeschön. Aha. Ich kann aus der Ego-Sicht rausgehen, dann geht das Ding automatisch weg. Das ist super. Ich hätte ja gerne die Leute mit medizinischen Kenntnissen rekrutiert, ne? Aber. Das Spiel ist ein bisschen behindert. Hab ich schon verstanden. Aua, das ist immer so laut. Kamera ist auch nicht so geil. Medizin ist voll. Warte mal, was habe ich denn überhaupt? Was habe ich denn überhaupt? Eine Ration, Munition. Oh Gott. Habe ich sie wieder benutzt? Das wollte ich gar nicht. Ist ja auch egal. Also jetzt habe ich quasi ausgewählt, was ich wegwerfen will. Ah, jetzt habe ich die quasi weggeworfen. Komm, dann verballer ich die einfach und nehme die Ration wieder mit. Damn, so. Mann, ich bin Mr. Kombination, Alter. So, warte mal. Karte. Okay. Rechts neben mir ist nix. Ihr Lügner. Oder kann ich hier irgendwie die Schränke durchsuchen? Nee, kann ich nicht. Gut. Kann ich hier auch wieder raus? Ah, da war auch nichts. Kommt jetzt, ne?
Hier spricht Campbell. Immer noch kein Glück bei der Suche nach diesen Medikamenten gehabt? Ich verstehe das nicht. Er sagt uns, dass eine große Lieferung medizinischer Versorgung zugelangt drauf wäre. Aber es lässt sich keine Spur davon finden. Irgendwas stimmt da nicht. Ich habe eine Idee. Vielleicht kann die Inventarliste diese Angelegenheiten aufklären. Suche nach dem Verwaltungsbüro des Hospitals. Dort muss es Aufzeichnungen über diese Lieferung geben. Alter. Da muss ich mal meine Mutter fragen. Die arbeitet nämlich in dem Krankenhaus. Die kennt sich damit aus. Oh mein Gott. Aufpassen. Das meine ich gern, meine Mutter arbeitet wirklich im Krankenhaus. Ist aber keine Ärzte. Okay. Dies ist ein schönes Gebäude. Ich hätte halt echt gerne mal so eine Olle mitgenommen, ne? So eine Ärztin. Krankenschwester, whatever. Oh mein Gott, ist immer so laut. Krieg ich mal Angst bei. Im Spiel darf es nicht laut sein. Bäb, bäb. Komm, die letzte Tür ist offen, oder? Jawohl. Aha. Oh. Schon mal gleich intuitiv den richtigen Weg gegangen. It's a list about going materials. Heading for a lab. Huh. Where are the escapees? Why haven't they been caught? If they get away, I promise you'll regret it. Enough of this. Call Python. Get him back here. He'll lead the search team and make sure this lab stays secure. What? What's happening to me? Oh. Es gibt im Hospital keine Malaria-Medikamente. Nicht eine einzige Dosis. Der Inventarliste der Verwaltung zufolge haben sie die gesamten Medikamente und medizinischen Vorräte weggebracht. Sie wurden in ein Forschungslabor nördlich des Hospitals geschickt. Aber wir haben Glück. Nicht nur, dass wir aus der Inventarliste wissen, dass sie Medikamente ins Labor gebracht wurden. Wir kennen auch die genaue Position des Labors, aus der Flugbahn des Hubschraubers. Netter Zufall, wa? Sag mal, wa? Du wirst es sehen, wenn du es erreichst, aber das Labor ist so in das Gelände gebaut, dass es nur schwer von außen zu entdecken ist. Solange du keine Hinweise hast, ist es sehr unwahrscheinlich, dass du es findest. Geh zum Labor, dringe dort ein und suche weiter nach den Medikamenten. Es tut mir leid, dass ich dich darum bitten muss, aber ich brauche sie, wenn ich auch weiterhin von Nutzen sein soll. Okay, aber ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal speichern, ja? Pass mal auf, ich zeige nämlich jetzt mal, wie das geht. Hoffentlich. Wie ging das? Nee, warte mal, wie ging das? Ah, so ging das. So, kann ich jetzt quasi speichern? Aha. Ich werde trotzdem mit Save States lieber halt bearbeiten, also jedenfalls am Ende der Folge. Auch speichern war erfolgreich. So einfach geht das. Okay. Gut, dann würde ich sagen, ich muss gar keinen Slot auswählen. Ist ja interessant, weil die Speicherbildschirme bei PSP-Spielen sehen immer gleich aus. Finde ich cool. Ja, gut, dann sage ich auf jeden Fall jetzt mal vielen Dank fürs Zusehen. Ich habe es gefallen. In der nächsten Folge geht es weiter zum Forschungslabor. Ja, hoffentlich finden wir die Medikamente. Sonst stirbt Campbell nämlich. Achtung, Spoiler, er wird überleben, denn sonst würde er nicht in Metal Gear Solid 1 vorkommen. Obwohl, Kojima würde ich ja sogar zutrauen, dass er vielleicht sogar stirbt und dass irgendein anderer Campbell dann in Metal Gear Solid 1 ist. Dein Sohn oder so. Obwohl es ein bisschen unlogisch ist, weil ein 1 ein alter Knacker ist. Aber gut, ja. Genug gelabert, bis zur nächsten Folge. Ciao!